Ja, guten Tag, liebe Pilzfreunde, und euch allen ein frohes neues Jahr. Ich habe heute hier an diesem abgestorbenen Birkenstamm sehr schöne Austernseitlinge entdeckt. Das sind ja nicht nur hervorragende Speisepilze, sondern sie sind auch ausgesprochene Heilpilze, die in der Naturheilkunde für vielerlei Krankheiten eingesetzt werden können. Und diesen schönen Heil- und Speisepilz möchte ich euch heute einmal genauer vorstellen. Ja, hier seht ihr den Hut eines solchen Austernseitlings. Der Austernseitling kommt ja überwiegend an Laubholz vor, vor allem an Buchen, an Birken, aber auch an anderen Laubhölzern. Das hier ist übrigens ein Zunderschwamm gleich nebenan, auch ein sehr guter Heilpilz. Hier auch nochmal ein ganzes Büschel an schönen Austernseitlingen. Und normalerweise haben ja die Austernseitlinge eine eher graue Farbe, manchmal auch so silbergrau, violettgrau oder graubraun. Und wenn sie Frost bekommen haben, dann werden sie meist bräunlicher. Deswegen haben diese Exemplare hier eine eher hellgraue Farbe. Ja, wie man sieht, ist der Hut recht glatt und matt. Hier zeige ich euch auch nochmal ein. Die können recht groß werden, also bis zu 20 cm kann so ein Hutdurchmesser eines Austernseitlings betragen. Und ich gehe mal da hinten rüber. Ich komme jetzt hier nicht so durch den Busch durch. Hier liegt sehr viel Gestrüpp. Aber da sieht man auch noch mal ein sehr großes Exemplar. Also der hat bestimmt seine 25 cm. Ich werde mal ein bisschen rangehen. Ja, seht ihr, der ist auch schon etwas älter. Und das sieht man daran, dass der Hutrand schon etwas flatterig ist. Wenn er noch jung ist, der Austernseitling, ist ja der Hutrand eher etwas eingerollt. Ja, hier sehen wir einen ganz jungen Austernseitling, der ist noch ganz klein und der hat noch nicht diese Muschelform, sondern noch eher so eine Zungenform. Das ist so typisch für die jungen Austernseitlinge und wie ihr seht, da kann man noch so ein bisschen Schnee drauf sehen, dieses Frostige, was da oben glitzert. Ja, hier sind verschiedene Altersstufen, also hier habe ich diesen ganz alten, den ihr eben gesehen habt mit dem flatterigen Hutrand und dann aber auch noch ganz junge Exemplare wie diesen hier. So, hier sehen wir ein mittelgroßes Austernseitlingsexemplar und ich habe hier mal einen Spiegel drunter gelegt. Da könnt ihr die Lamellen sehen, die sind von weißlicher Farbe und laufen den Stiel herab. Sie laufen allerdings nicht ganz bis zur Basis. Ja, und weil er seitlich gestielt ist, gehört er eben zu den Seitlingen. So, hier nochmal ein seitlicher Blick auf die Pilze. Da könnt ihr auch nochmal die weißlichen Lamellen sehen, die den Stiel herablaufen. Der Stiel ist übrigens kurz und recht kräftig. Der Austernseitling ist übrigens recht mild im Geschmack und manche, die sagen zu ihm Kalbfleischpilz aufgrund seines Geschmackes. Er heißt aber auch Austernpilz oder auch Silberauster. Außerdem wird er auch noch als Muschelpilz bezeichnet aufgrund seiner Muschelform. Ja, auf den ersten Blick könnte man ihn mit dem gelbstieligen Seitling verwechseln, aber bei diesem sind am Stiel so ein paar Gelbtöne zu erkennen und der Stiel ist auch extra abgesetzt. Und beim Austernseitling hat man diese extra Absetzung nicht zu den Lamellen hin. Ja, nicht nur die Lamellen sind von weißlicher Farbe, die werden übrigens, wenn sie älter werden, etwas gelblich, sondern auch das Fleisch des Austernseitlings hat eine weißliche Farbe. Übrigens sollte man den Stiel und die Huthaut entfernen, wenn man den Pilz essen will, weil diese Bestandteile doch recht zäh sind und korkig. Also man soll nur die Hüte essen und dann aber ohne die Huthaut. Ja, das sieht sehr hübsch aus hier an diesem Birkenstamm. Wenn man sich den Stiel unten genauer anschaut, wird man feststellen, dass er da auch filzig ist und auch korkig. Übrigens ist es wichtig, diesen Austernseitling, wenn man ihn essen will, immer gut durchzuerhitzen, denn im rohen Zustand enthält er eine Substanz, welche die roten Blutkörperchen zerstören kann. Deswegen darf man den Austernseitling auf keinen Fall roh essen, sondern immer gut durchgegart. Und gut durchgegart ist ja dann auch wirklich ein hervorragender Speisepilz.
Jetzt habe ich mich doch noch mal näher an das ganz große alte Exemplar herangeschlichen. Das ist dieses hier. Seht mal, wie riesig das ist. Mindestens 25 cm in seinem Durchmesser. Ja, das ist ein gewaltiger Bursche, dieser Austernseitling. War, wie ihr seht, schon recht alt. Erkennbar, wie ich schon sagte, an dem flatterigen Hutrand. Den würde ich dann auch nicht mehr essen. Ja, auch hier wächst wieder ein kleines Büschel an schönen Austernseitlingen. Ja, und die alle, die hier an der Birke sind, haben diese helle braune Farbe aufgrund der Frosteinwirkungen. Denn wie gesagt, ansonsten haben die Austernseitlinge mehr eine gräuliche Hutoberfläche, graubraun, violettbraun, silbergrau, das habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Und diese hier eben dieses helle Braun. Ja, hier sehen wir ein mittelgroßes Exemplar. Und wenn wir da unten hinschauen, da wächst wieder ein ganz kleines, was noch diese Zungenform hat. Ja, wie ich euch vorhin ja schon sagte, ist der Austernseitling nicht nur ein hervorragender Speisepilz. Man kann ihn übrigens so ab November etwa finden, denn er ist ein ausgesprochener Winterpilz. Es gibt ja noch sehr viele andere Seitlingsarten, aber die meisten davon findet man in den Herbstmonaten oder in der wärmeren Jahreszeit. Aber der Austernseitling ist eben ein klassischer Winterpilz. Ja, wir haben jetzt Mitte Januar und die sind erst vor kurzem gekommen, hier diese noch nicht ganz so alten Exemplare. Und wie man sieht, machen ihn auch die Fröste nicht allzu viel aus. Ja, der braucht eine gewisse Kühle, um zu fruchten, dieser Pilz. Ja, auf jeden Fall ist der Pilz gerade in der Winterszeit sehr gesund, denn er hat eine stärkende Funktion und vor allem auf das Immunsystem, also er stärkt die Abwehrkräfte und deswegen ist es besonders anzuraten, ihn in der Erkältungszeit zu verzehren. Übrigens ist er auch reich an Vitamin B und an Vitamin D, aber auch ansonsten hat er sehr viele Vitamine und Mineralstoffe. Ja, und wenn man Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel oder zu hohem Blutdruck hat, dann ist es ratsam, diesen Pilz zu verzehren, denn er wirkt blutdrucksenkend und auch blutzuckersenkend. Außerdem ist er sehr gesund für die Darmflora. Er aktiviert sozusagen die guten Darmbakterien und dadurch baut er die Darmflora auch auf. Außerdem stärkt er auch die Venen und die Arterien und sogar die Knochen und Gelenke. Also wenn Leute an Osteoporose zum Beispiel leiden oder an Hexenschuss, dann ist es sehr sinnvoll, wenn sie diesen Pilz verzehren. Ja, wie ihr seht, hat dieser Austernseitling doch eine ganze Menge an tollen Eigenschaften, die in der Naturheilkunde, ja hier ist wieder der Zunderschwamm, die in der Naturheilkunde eingesetzt werden können. Hier ist nochmal so ein Büschel. Ja, es ist wirklich ein sehr wertvoller Pilz, nicht nur als Speisepilz in der Winterszeit, sondern auch als Heilpilz in der Naturheilkunde. Hier kann man auch noch mal einen ganz guten Blick auf die Lamellen werfen, die den Stiel hier herablaufen und von weißlicher Farbe sind. Ja, und daneben sieht man noch mal einen ganz kleinen Austernseitling. Ja, das sind sehr schöne Pilze, sehr gesunde Pilze und vor allem auch sehr schmackhafte Pilze. Hier kann man noch mal einen ganz kleinen jungen Austernseitling von Namen sehen. Da kann man auch noch mal ganz gut die Lamellen erkennen, die deutlich den Stiel herablaufen. Und der Hutrand ist hier auch noch ein bisschen eingerollt. Die größten Austernseitlinge, die ich übrigens bisher mal gefunden hatte, das war an einer abgestorbenen großen alten Buche gewesen. Ja, und diese Austernseitlinge, die waren so richtig von elefantengrauer Farbe. Also ganz anders gefärbt als diese hier. Die waren richtig beeindruckend. Dagegen sind die hier recht klein, aber ja, der hat auch schon bestimmt, ich werde mal kurz schätzen, so seine 12 cm wird er auch haben in seinem Hut. Ja, so sehen also
die Austernseitlinge aus. Es gibt auch ein paar Verwechslungsmöglichkeiten, aber wer auf die Merkmale genau achtet, der kann eigentlich keine Probleme bekommen. Vor allem ist es ja auch ein ausgesprochener Winterpilz. In anderen Jahreszeiten ist er ja nicht zu finden. Ja, liebe Pilzfreunde, das wären also die wichtigsten Fakten zum Austernseitling, diesen überaus nützlichen Speise- und Heilpilz. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Bitte schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, eure Katla.